Hast du schon mal über eine Karriere beim DCI nachgedacht? Dann ist dieses Video für dich genau richtig. Zunächst möchte ich mich einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Laura und ich bin seit über einem Jahr beim DCI und unterrichte im HR-Kurs. Was kannst du dir von diesem Kurs erwarten? Genau das wollen wir heute in diesem Video klären. Um was geht es konkret? Welche Themen werden besprochen? Welche Jobs kannst du danach ergreifen? Und welche Voraussetzungen brauchst du? Zunächst einmal hören wir ständig die Frage, welche Qualifikationen muss ich denn nun mitbringen? Das ist tatsächlich sehr einfach, denn bei uns kommen die unterschiedlichsten Menschen mit den verschiedensten Hintergründen zusammen. Das heißt, bei uns sind im Kurs Personen aus der Gastronomie, der Tourismusbranche, der Pflege, Juristen, alles ganz bunt gemischt. Am wichtigsten ist dabei aber nur eins, und zwar, dass du es liebst, mit Menschen zu arbeiten. Ansonsten ist noch wichtig, dass du Deutsch sprichst. Da der Kurs auf Deutsch stattfindet. Und natürlich ist er auch wichtig, dass du mit einem Computer zurechtkommst. Unser Kurs besteht aus unterschiedlichen Modulen. Das heißt, wir schauen uns alles genauer an, was du brauchst, um erfolgreich im HR arbeiten zu können. Wir beginnen mit Themen wie People Operations, People Analytics. Da schauen wir uns zum Beispiel auch die Kennzahlen an, die es im HR gibt, unter anderem die Fluktuationsrate. Es gibt natürlich auch noch weitere administrative Themen, die wir uns anschauen werden, wie beispielsweise die Lohnbuchhaltung oder die Vertragserstellung, aber auch Themen wie Recruiting, Employer Branding, Arbeitsrecht, Marketing, Mitarbeiterbindung und Personalentwicklung und natürlich noch vieles mehr im Detail. Und selbstverständlich schauen wir uns aufgrund des stetigen Wandels und der Digitalisierung auch moderne HR-Softwarelösungen an. Dabei legen wir großen Wert auf einen guten Mix aus Theorie und Praxis, sodass auch immer wieder Übungen stattfinden, um das Erlernte praktisch anwenden zu können. Außerdem sind unsere Dozentinnen so verschieden, zumindest vom Background her, wie auch unser Kursprogramm, sodass immer wieder Best Practices und persönliche Erfahrungen einfließen können. Natürlich auch der ein oder andere Joke oder beispielsweise die Geschichte dazu, dass vor einiger Zeit eine Person im Interview saß, die eingeschlafen ist. Unser Kurs ist somit sehr interaktiv und wir gehen regelmäßig mit unseren Studierenden in den Austausch, um voneinander lernen zu können. Jetzt fragst du dich sicher, okay, das ist ja schön und gut, aber welche Jobs kann ich nach dem Kurs anstreben? Das ist tatsächlich so vielfältig wie der HR-Bereich an sich. Einige ehemalige Studierende starten eine Karriere im Bereich Recruiting oder als HR GeneralistInnen. Andere beginnen eine Anstellung als HR ManagerInnen. Hier gibt es vielfältige Möglichkeiten. Ich hoffe, ich konnte dir damit einen kleinen Einblick geben und dein Interesse wecken. Wenn du Fragen hast, lass uns gerne einen Kommentar unter diesem Video da und ansonsten at DCI you can learn for a new life.